Trader. Mit uns hast du gute Karten. Hallo Community, herzlich willkommen zum zweiten Duell-Video der Double Masters Sealed Decks mit der Jenna. Hi. Und mit dem Julian Tach. Und dann würde ich mal sagen, legen wir direkt los. Ja. Würfen wir anfängt höher, ne? Genau, ja. Okay. Da habe ich eine. Oh, nur 5. Okay. Da möchtest du bestimmt anfangen, ja, oder? Ja, ich möchte anfangen. Möchtest du abheben? Ja. Möchtest du noch abheben? Nein, ich hebe nicht ab. Okay. Ganz kurz: Double Masters ist ja eine Edition, in der man in jedem Booster Pack 2 Rares hat, also 2 Rare Slots. Genau. Genau, das macht die Edition gleich viel besser. Und wir spielen die jetzt mal. So, ich darf aussuchen, ob ich anfangen möchte. Habe ich schon gesagt, dass ich anfangen möchte? Ja, ne? Und ich darf auch sagen, ob ich halten möchte. Und nein, ich halte mal nicht. Ich nehme mal einen Mulligan. Möchtest du halten? Ich halte mal, ja. Ich probiere es. Ob es das Schlauste ist, weiß ich jetzt nicht. Aber Husten. Einfach mal ausprobieren. Entschuldigung. Mein Deck ist, glaube ich, sowieso nicht jetzt das Beste. Obwohl, ich kenne eure nicht, ne? Vielleicht seid ihr ja genauso. Bin ich mehrere Personen? Ja, nee, also ich rede jetzt von dir und Papa so. Das halte ich. Okay. Bereite dich auf deinen Untergang vor, ey. Entschuldigung. Okay, ich fange an. Ebene. Basiliskenhalsband. Ausrüstung, gibt der ausgerüsteten Kreatur Todesberührung und Lebensverknüpfung. Ausrüsten kostet 2, dann bist du dran. Ja, das mache ich jetzt auch nur andersherum. Weißt du? Wie Glimmerlehre, zu Beginn deines Endsegments und falls du kein Artefakt kontrollierst, opfer die Glimmerlehre, erzeugt einmal eine beliebige Farbe. Mhm. Und die Nachtstahlaxt. Unzerstörbar, die ausrüstete Kreatur plus 2 plus 0, Ausrüsten 2. Mhm. Also andersherum, weißt du, du hast, ne? Mhm. Da hast du Rare Artefakt gespielt. Nicht ein Rare-Land. Dann spiele ich einen Wald und gehe. Aber ich habe schon alle 5 Farben. Ich bin richtig krass hier. Warte, macht das alle 5 Farben? Ja, okay. Erzeugt einmal eine beliebige Farbe, wenn ich ein Artefakt habe. Aber ich habe ja eins. Ein unzerstörbares. Super, ne? Wow. Nur was jetzt? Ja, dann spiele ich mal einen Wald. Mhm. Also spielst auch grün. Ja. Und ein Celestia Gildenmagier. 2-2 und für 4 Mana kann ich ein 1-1 grün Sapling Kreaturenspielstand erzeugen. Mhm. Und für 4 Mana, aber halt beim ersten ein grünes, beim zweiten ein weißes Kreaturen, die ich kontrolliere, ein +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Okay. Da musst du. Ich kann die Karte kaum sehen, weil es so blendet. Für 3 spiele ich einen eisernen Raufbold. Der ist 1-1 mit bedrohlich. Wenn er ins Spiel kommt, lege ich eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur meiner Wahl, lege ich eine Marke auf ihn. Mhm. Da bist du dran. Der ist jetzt 2-2 bedrohlich, okay. Zieh eine Karte. Ja, die Anmoderation war richtig super. Ja, klar. Also, dein Teil ja, mein Teil natürlich auch. Ja. Ich bin eben, ne? Mhm. Ja. Und dann? Überlege ich erstmal, was ich tue. Mhm. Bin hier einfach jetzt die ganze Zeit am Süßigkeiten essen. Ja, ich bin mal für 2. Mhm. Das ist ein weißes, die Glimmerlehre. Den Mirschmied. 2-1. Und immer wenn ich einen Artefaktzauber wirke, kann ich ein farbloses bezahlen, falls ich dies tue, erzeuge ich einen 1-1 Mir-Kreaturen-Spielstein. Okay. Dann ich. War der Ausrüstung. Was kriegt die nochmal dann? Todesberührung und Lebensverknüpfung. Ach, das ist so fies, ne? Das ist so eine starke Karte. Ah, ich weiß. Oh, hast du sie. Also greifst du mich jetzt an? Ja, ich greif dich an. Nehme ich 2. Komm nicht? Mhm. Spiele ich eine Ebene. Für 2 rüste ich das Basiliskenhalsband auf meinen Raufbold aus. Hat jetzt Todesberührung und Lebensverknüpfung, greift dann für 2 mit Bedrohlichkeit an, kriege ich wieder 2 Leben dazu. Kann ich ja sowieso nicht blocken. Bam. Brauch mehr Länder. Boom. Normalerweise kriege ich es hin, am Anfang immer richtig viele Länder zu kriegen. Und jetzt bin ich hier so mit ganz normalen 4 Ländern. Igitt, was geht denn hier ab? Ja, was möchtest du? Komm, für 2 rüste ich mal die Nachtstahlaxt. Mhm. Dann geht ein Magier aus. Ja, von mir Schmied. Okay. Und dann greife ich einfach mal mit beiden an, ne? Für 6.
Aber so. Boah, richtig krass, ja. Ich bin heftig. Dann für 4 kommt bei mir ein Friedensschalter. 3-3, wenn ein Spiel kommt, kriege ich 3 Leben. Gemein. So, 17 und dann greife ich dich noch an. Ich bin wieder auf 19 hoch. Wow, das ist mir einen Schaden zugefügt. Ja. Sozusagen. Bald. Wieso ziehe ich jetzt meine Artefakte nicht? Das verstehe ich nicht. Ich habe so viele Artefakte in meinem Deck. Dein Artefakt ist Unzerstörbarkeit, ne? Ja. Das tut mir aber leid, dein Artefaktzerstörungszauber kannst du leider nicht spielen. Ich weiß, dass du mehrere Artefakte hast. Ich könnte mir so vorstellen, Existenz aberkennen hast du auf deiner Hand. Nein. Ja. Boing. Würde ich jetzt auch sagen an deiner Stelle. Ja, was möchtest du denn jetzt machen? Du hast mehr Länder als ich, das ist normalerweise nicht möglich mit meinem Deck, aber irgendwie. Wer sagt's? Ich füge dir 5 Schaden zu und muss eine Karte abwerfen. Mhm. Also selbst kosten, oder? Ich bezahle 5, aber. Ja. Ich nehmen ab. Okay. Und dann möchtest du mich wahrscheinlich wieder angreifen. Richtig. Für 6 wieder, ne? Ja. Ich hab 13. Dann bin ich. Das war dumm. Aber ja. Ja? Ja. Okay. Dann entschappe ich. Ich ziehe. Lege ein Wald. Für 5 spiele ich einen Stoßzahntrag. Ich hoffe, das spricht man so aus. 5-3, wenn er ins Spiel kommt, bekomme ich 5 Leben hinzu. 2, 3, 4, 5. Und wenn er stirbt, also wenn er das Spiel verlässt, erzeuge ich einen 3-3 grünen Bestien-Kreaturspielstein. Wonach guckst du? Saupulling Token. Achso. So, das heißt, der ist 5-3. Das heißt 2. Ich gebe erstmal ab. Ja, in der Zuges möchte ich dann aber noch ein Sabono machen. Das ist okay. Bam, krass, ne? Boing! Junge, der nimmt dich jetzt richtig hops. Oh, oh. Hast du die Himbeere? Gegessen? Ja. Die war aber jetzt noch nicht. Das ist jetzt hart. Boah, ist das krass. Heftig. Geil. Weise der Renaturierung. 2-1. Und wenn er ans Spiel kommt, kannst du ein Artefakt oder eine Verzauberung deiner Wahl zerstören. Zerstörst. Ja. Ja. Meine Güte, ich bin mächtig. Ich bin mächtig. Ich habe die Kraft, Leben zu zerstören. Hab ich gemerkt. Guck mal, für 2 rüste ich jetzt die Ausrüstung um. An den Sachpulling. Und dann greift der mega krasse Sapoling nicht an. Dann block ich. Okay, sterben beide. Okay. Nice. Dann bin ich. Dann bist du, ja. Für 3. Was ist? Spiele ich einen Grimming im Part. 1-1, wenn er ins Spiel kommt, kann ich meine Bibliothek nach einer Kreaturenkarte mit umgewandelten Mana-Kosten von 6 oder mehr durchsuchen, sie auf dem Vorzeigen auf meine Hand nehmen und dann meine Bibliothek mischen. 6 oder mehr. Schwächern ist so mächtig. 6 oder mehr. Wow, 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 wow. 7. Okay, du hast noch nicht genug. Wenn er ein Spiel kommt, erzeuge für jedes Land, das du kontrollierst, ein neues Sapoling. Nee, Pflanzen. Landung, immer wenn ein Land unter Kontrolle ins Spiel kommt, kannst du eine 1 plus 1 Marke auf jede Pflanze legen. Geht, nimm den auf deine Hand, ich will den nicht. Möchtest du abheben? Nee, bin ich? Okay, ja. Krass nicht an. Okay. Sprich eine Ebene. Bam. Boing. Boing. Spiel mir ein Artefakt, bitte. Ein gutes. Was nicht unzerstörbar? Ja. Da habe ich ein richtig gutes drin, aber sag ich dir nicht. Spiel's los. Warte jetzt. Ja. Wenn er stirbt, kriege ich nur 3-3 Bestie. Wenn er das Spiel verlässt, ne? Auch wenn er ins Exil geschickt wird. Also kannst du was ins Exil schicken. Wer weiß? Wer weiß? Ich weiß es nicht. Ich kann es nie sagen. Hast du ein Bestien-Token? Hast du schon mal? Keine Ahnung. Hier sind noch ganz viele Token. Kannst nachgucken. Für 2 rüste ich erstmal die Nachtstahlaxt an die Weise aus. Dann ist an, die jetzt 4-1. Ja, okay.
Aber das, was ich eigentlich machen wollte, ist nämlich richtig krass. Ja, und das wäre? Hexerei, schimmernde Hitze. Mhm. Erzeuge einen Spielstand, eine Kopie einer Kreatur deiner Wahl ist, außer dass er Eile und hat. Und zu Beginn deines Endsegments schickst du diese bleibende Karte ins Exil. Ja. Eine Kopie davon. Ach, du musst es... Kann es auch eine meiner Kreaturen sein? Ja, einer bleibenden Karte, einer Kreatur. Eine Kreatur meint nicht bleibende Karte. Das ist jetzt der da, ja, also damit die Leute wissen. Und dann mit Eile. Und dann greife ich mal mit... Ach komm, ich greife mal mit den beiden an. Dann blockt man als Einser mal deine Weise. Oh. Und den? Den lass ich durch. Okay, dann stirbt hier meine Weise. Und hier, kriegst du 5. Und dann stirbt er. Und weil er das Spiel ja verlassen hat, wird er ins Exil geschickt, ne? Krieg ich ja dann eigentlich auch einen 3-3er. Weil das ist ja eine Kopie, der... Erzeugt einen Spielstand, der eine Kopie einer Kreatur deiner Wahl ist. Okay, ja. Aber die Leben bekomme ich nicht, wenn er ein Spiel kommt, oder? Nein. Nein. Glaub nicht. Wenn ins Spiel kommt, nee, ich glaube, das ist ja nicht so, als ins Spiel kommt, das ist ja einfach nur. Bin ich dran? Oh, vor der coole Bestien. Token. Bin ich? Ja. Ja, die sagen, dass du die Leben bekommst, ne? Boah, ist das geil. Dann bin ich? Ja! Ey, mega! Krass! Sag mal. Das war ein guter Spell. Ich spiele eine Expeditionskarte. Ich bin heftig, Leute. Für 2 kann ich die Tappen opfern, meine Bibliothek nach einer Länderkarte durchsuchen, die offen vorzeigen, auf die Hand nehmen und dann meine Bibliothek mischen. Und ich mach dich richtig fertig. Wie viele Länder noch? 4, 5. Was? Was darfst du machen? Ich hab nichts gehört. Ich suche mir ein Land raus, bring das auf meine Hand. Mächtig und heftig. Mächtig nicht. Heftig. Okay. Was? Du darfst ein Land raussuchen? Ja, und das geht auf meine Hand, aber ich habe noch keins gespielt, deswegen... Spielst du, ja, okay. Bin ich dann dran? Ja. Die Karte kennst du schon. Schön. Möchte nicht abheben. Für 4. Für 2 rüste ich die Nachtstahl-Axt. Gib ich dir den Mürschmied. Und für 4. Schlachtrasse, Schamane. 2-2 zu Beginn des Kampfes. In deinem Zug kannst du eine Kreatur deiner Wahl +2/+0 halten lassen. Okay, dann gehe ich mal in meinen Kampf. DL +2/+0 und dann greife ich mal mit allen an. 4-1, 3-3 und 4-2. Ich mach's richtig fertig. 4-2, ja. Okay, dann kriegst du noch 7 Schaden. In your face. 7 gehe ich auf 6 und ich suche auch mal. Ach stimmt, du kriegst jetzt auch ein 3-3 Beast, ne? Ja. Schups. Dann bin ich dran. Deiner ist aber hässlich, ja. Nein, ist der nicht. Meiner kommt aus. 1, 2, 3. Oder welches Set ist das nochmal? Das ist Double Masters. Masters, ne? Ja, deine Masters. 1, 2, 3, 4, 5. Welches Set ist das doch mal? Senecas Rächer. Ah, warst du auch schon 7? Ja, ich hab schon 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wenn er ins Spiel kommt, bekomme ich für jedes Land, was ich kontrolliere, eine 0-1 Pflanze. Das heißt, ich habe 7 Pflanzen, die jeweils 0-1 sind. Und immer wenn ein Land unter meiner Kontrolle ins Spiel kommt, das ist ja kann ich auf jede unfair. Pflanze eine +1/+1 Mark legen. Uiuiui, bin ich? Ja. Also das ist ja gefühlt verloren, wenn du jetzt Länder ziehst oder Länder hast. Ja, wenn ich ein Land gezogen habe, dann bist du jetzt Matsche. Ja, ich merk's. Wow, du weißt nicht, welche Karte das ist. Aber irgendwie +2/+0 Trampelschaden oder sowas irgendwie. Nein. Ich ziehe aber auch gar keine Artefakte, ne? Ja, ich habe immer noch was auf der Hand, was zerstören kann, aber die Hälfte, ja, aber die Hälfte meiner Karten sind eigentlich Artefakte. Was machst du denn? Ich habe irgendwie 9 Artefakte oder sowas in meinem Deck. Ja. Ich weiß nicht die Hälfte, aber... Die Hälfte meines Decks sind Artefakte. 9, was? Ist eher so ein Drittel, aber okay. Okay, ja. Der Moment, in dem man sich denkt, Mist, ich hätte die Blitzaxt aufbewahren lassen sollen, tun. Dingsen. 4, 5, 6. Ja, du hast noch eine. Ah, oh, ne, doch nicht. Okay. Elfischer Abweichling. Hätte ich ja für 1 gespielt, glaube ich, ja. 4, 5. Und erzeugt 3 Grüne und
Waldumwandlung. Könnt ihr ihn aufwerfen, dann meine Bibliothek nach dem Wald durchsuchen. Aber mach ich nicht. Dann bin ich. Ja. Nee. Oh. Ich gebe ihm plus 2 plus 0. Mhm. Greift er für 6 an. Ja, komm, der greift einfach mal an. Für 6, ne? Ab. Ja. Ich block mit der Bestie. Mhm. Beide weg. Dann ich? Ja. Komm schon. Bitte kein Land, Nein! Land. Ich muss mich so groß machen. Schade. Ein Viertel, nicht ein Drittel. Ja, aber... Okay. Ich meine jetzt, man spielt ja noch Länder. Also man spielt ja 16 Länder oder sowas und dann ist das eher ein Drittel. Ja. Oh nein, oh mein Gott, die ist ja ganz schlimm. Oh nein, die darf ich nicht spielen, die hilft ja nur noch dabei. Was? Oh. Los, spiel ein Artefakt. Nee, der geifende Gremlins. 2-3 und wenn ein Artefakt in deiner Kontrolle ins Spiel kommt, er hat die plus 2 plus 0 und trampelt schon ein bisschen was. Okay. Und für 2 rüste ich noch die Axt aus. Mhm. Oh, wieso kommt kein Topf schon? Entschuldigung. Ja? Auf wen? Ist eigentlich ganz egal. Also ist mal auf meinen elfischen Abweichling. Und dann gehe ich meine Kampfphase. Der Schamane gibt dir ja Bestie plus 2 plus 0. Mhm. Greif ich mal mit den Beinen an. Dann also 6, 5 aber und... Aber der trampelt nicht, ne? Der trampelt nicht. 6, 5 ja. Und 5, 3. 6, 5. Also wir würden beide deinen Baum töten, wenn du ihn blocken würdest. 6, ja? 5. Dann blockt mein Rächer mal deine Abweichung. Eine Bestie blockt, eine Pflanze blockt deine Bestie, aber ich spiele noch Macht des Waldes und gebe meinem Senikas Rächer plus 2 plus 2 und Trampelschaden. Sodass der überlebt. Eine Pflanze stirbt. Nee, 6. Nein. Bin ich dran? Weitere Stimme auch noch. Bin ich? Ja. Komm schon. Meine Güte. Komm, lass mich doch jetzt einfach mal dieses Artefakt ziehen. Ich spiele Meisterspleißer. Er ist 1-1. Wenn er ins Spiel kommt, erzeuge ich einen 3-3 Golem. Und andere und Golems, die ich kontrolliere, haben plus 1 plus 1. Das heißt, er ist auch super 4-4. Stark. Ja, ne? Bin ich? Ja. Mach ein 4-4 und das ist selber 1. Ich will einfach nur ein Land ziehen. Es geht mir gar nicht um die Marken für die Pflanzen. Es geht mir um die Handkarte, die ich habe. Mhm. Schau mal, gibt ihm, macht ihn stärker und dann greife ich einfach wieder an. Ja, das heißt, wir haben jetzt ein 4-3er und ein 5-3er, ne? Ja. Okay. Warte mal, was? Was? Nein. Doch. Greif mit dem nicht an. Nur mit dem. Tut leid. Okay. Der ist ja nur 4-3. Das wäre nur Selbstmord. Also 5-3er ist das hier, ne? Ja. Dann blocke ich da mit meinem Golem. Der ist 4-4, der Golem. Achso, ja gut. Dann gehen beide drauf. Außerdem wäre ich drauf gegangen. Ich dachte gerade, ich hätte wieder einen Fehler gemacht, aber nein. Dann bin ich dran. Ja, ich hoffe, du hast eine Latte. Ja. Du hast ja die Karte auf deiner Hand, die mir hilft. Ja, genau. Komm schon. Also, ich habe ein Land gespielt. All meine Pflanzen kriegen eine plus 1 plus 1 Mark. Ich klicke jetzt einfach eine drauf. So. Das sind das jetzt 6 Schaden. Ich spiele. Was? Oh. Ach ja. Sind Engel der Hoffnung. 8-8 fliegend, Wachsamkeit, Unzerstörbarkeit. Andere bleibende Karten, die ich kontrolliere, haben Unzerstörbarkeit. All meine Sachen sind unzerstörbar jetzt. 2 Mythics, also da würde ich mal schon mal sagen, wie du einfach. Ich glaube, du hast eine 2 und hast beide draußen, ne? Ja. Ja, super. Und dann noch dein super starkes Artefakt, was ich aber Gott sei Dank zerstört habe. Oh, warte mal. Das und? Ist 4 draußen, ja, ne? Ja. Und dann greife ich dich einmal an. Hat der Gummelash? Nee, ne? Nein. Hat er nicht. Der Golem ist ein ganz normaler Golem. Ja, was? Ja, genau. Meine Kreaturen haben Unzerstörbarkeit. Das heißt, ich greife dich mal. Ich bin sowieso tot. Hallo, die hat Unzerstörbar und Fliegen und 8, 8. 5 an. Hast du überhaupt. Ja, du hast 3. Und mit all meinen 1-2ern. Boom, meine 1-2er machen nicht. Ach, warte mal, die haben ja alle Unzerstörbar, ne? Ja, die haben alle Unzerstörbarkeit. Das sind 11 Schaden, ne? Ich nehm's. Ja, okay.
Ist auf 10. Schön, freut mich, du bist dran. Los spielen. Ach, der Fuck, ich habe immer noch was für deine Attacke. Sag mal. Also irgendwann hätte man auch wieder eins kommen können, ne? Du bist dran. Okay. Ich bin sowieso jetzt tot. Egal, was ich mache. Ich greife dich mal an. Ja, dann bin ich tot. Mit allen, die etwas am Okay. Ja, komm, ich bin mal so nett und zeig dir meine Handkarte. Ja. Die Goblin Wegfinder, 2, 2, 1. Und wenn er angreift, zeigt der verteidigende Spieler die oberste Karte seiner Bibliothek auf dem Vorhand. Falls eine Länderkarte ist, nimmt dieser Spieler die Karte aus seiner Hand. Weißt du? Ich hätte einfach eingegriffen und du hättest dann einfach Hoppenland, ja, da. Ja, nehm ich mal hier. Danke dafür. Ich bin mal so nett und zeig sie dir. Das ist ja nett. Ich hab dir meine Handkarte nicht gezeigt. Doch, musst du jetzt auch machen. Nein. Doch, Fairness. Warte, wo sind jetzt die ganzen Artefakte? Unten. Okay. Das ist so wie im ersten Match gegen Papa. Da hatte ich auch beide draußen. Ja, hier, 3 Artefakte, kein Artefakt, 2 Artefakte. Die wären jetzt alle gekommen. Oh, da wäre sogar ein super Artefakt. Da wäre ein Artefakt gekommen, weil es sich aufgehalten hätte. Obwohl, gar nicht. Nee, doch nicht. Der Flieger, okay. Der fliegt ja. Ja, der fliegt. Und ist zu stark. Nee, hätte ich doch nicht aufgehalten. Everson ist einfach zu OP. Ich habe noch eine Himbeere gefunden. Ja, tschüss. BB heißt bye bye, glaube ich noch. Achso. Ich habe mir schon gedacht, dass du es irgendwie wieder nicht verstehst, warum. Oh Gott. Och, Jenna. Komm ich wieder? Ja, aber komplett. Sag mal. Ja. Macht das hier nicht alles nass? Das liegt daran, dass die Flasche aus dem Kühlschrank kommt. Oh. Entschuldigung. Echt, ey. Lass mal was übrig hier für mich. So, möchtest du anfangen? Oder besser gesagt, möchtest du abheben? Corona incoming. Ich möchte nicht abheben. Okay, und du möchtest anfangen, ne? Möchtest du abheben? Nein. Okay. Du nimmst schon so die Karte in deine Hand. Möchtest du abheben? Ich fange an. Okay. Ja, hat die auch. Cool. Dann fang an. Wald, und du bist dran. Ebene, und du bist. Zack, Ebene, bam. Celestia Gildenmagier, ja, bam, da musst du. Bam. Richtig krass, bam. Was ich hier mache. Flüsterin der Wildnis. Bam. 02 erzeugt mir ein grünes, verhält sich eine Kreatur mit Stärke 4 oder mehr kontrolliere, erzeugt sie mir 2 grüne. Da bist du. Bam. Bam. Bada boom, bada bam. Tja, die Himbeeren sind nur für uns. Für keinen anderen. Um auf die Frage mit Ted einzugehen. Ja, was möchtest du machen? Ah, du hast direkt schon alle 3 Länder, die du brauchst, also alle 3 Farben. Interessant, aber wird dir das was helfen? Wird dir das was bringen? I don't know. Ja. Kasul Mauteintreiber. 3-2 und für 0 lege eine Ausrüstung deiner Wahl, die du kontrollierst, an Kasuls Mauteintreiber an. Aktiviere diese Fähigkeit nur zu dem Zeitpunkt, zu dem du auch eine Hexerei wählen könntest. Angriff für 2. Da macht der Magier dich fertig. Dann bist du. Das Ding ist ja auch nur du. Für 3 spiele ich ein eisernen Raufbold. 1-1 bedrohlich, wenn dein Spiel kommt, lege ich einen +1/+1 Marker auf eine Kreatur meiner Wahl. Das ist er selbst. Das ist jetzt 2-2 und für ein weiteres spiele ich ein Basiliskenhalsband. Die ausgerüstete Kreatur kriegt Todesberührung und Lebensverknüpfung. Ausrüsten kostet 2. Das ist echt Stress, ne? Und dann bist du dran. Basiliskenhalsband erinnert mich immer an den zweiten Teil von Harry Potter mit dem Basilisken. Nach Scharlax und Zerstörer. Und dann rüste ich die mal direkt aus, ne? Ist ja gratis, so. Ist jetzt ein 5-2er. Möchte er angreifen? Entschuldigung. Gute Frage. Möchte dieser angreifen?
Das sind 7 Schaden. Mhm. Außer du blockst halt. Ja. Wieso 7? 5. Achso, ja, wenn ich mit dem anderen, mit dem anderen nur angreife, ne? Okay. Ja, soll ich das so machen? Ja, komm. Angriff. Ja, block ich deinen Mauteintreiber, ne? Kann ich das als spontan... Umrüsten? Nein. Nee, warte, ich frag mich gerade, ob ich das als Spontanzauber machen kann. Ja, wenn draufsteht Spontanzauber, nö, dann ja. Da steht gar nichts drauf. Ja, es wird ja wohl ein Zauberspruch sein oder so. Nö. Ich mach's einfach mal, ne? Der feuerwilde Schamane mit Blutrausch führt ein beliebiges ein rotes, wirft den feuerwilden Schaman ab, eine ja, angreifende Kreatur plus 3 plus 1 bis meines Zuges. Und kriegst noch 2. Und wichtig für dich ist immer noch, immer wenn eine oder mehrere Kreaturen, die du kontrollierst, einem Spieler Kampfschaden zufügen und falls der Feuerschaumann in deinem Friedhof ist, kannst du 3 Farblose bezahlen, falls du dies tust, bring ihn auf deine Hand zurück. Mhm. Also mal wiederholen. Damit ich? Immer wieder plus 3 plus 1 geben. Damit ich? Ja. Wichtig. Yeah. Dann für... Hm, will ich das machen? Für 3. Grimmiger Empath. 1-1, ich kann mir eine Kreatur mit umgewandten Mana-Kosten von 6 oder mehr aus meiner Bibliothek raussuchen und die auf meine Hand bringen. So, ist nur die Frage, welche möchte ich denn jetzt haben? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warte, was? Oh. Hm? Ah, ist gut. Yay. Ah. Das ist so gemein. Bin ich? Das habe ich nicht gesagt, nein. Ich will aber. Nee. Für 2 rüste ich noch das Basiliskenhalsband auf ihn aus. Ja, dann mache ich mal, ne? Mhm. Jetzt darfst du. Ach, du hast auch nur 3 Länder, ne? Ja, moin. Ja. Elfischer Abweichling mit Waldumwandlung wirft diese Karte ab, durchsuche deine Bibliothek nach einer Waldkarte, zeige sie offen vor. Nimm sie auf die Hand und mische deine Bibliothek. Aber du kannst sie ja trotzdem ausspielen. Mach ich auch direkt, ja. Weil du noch kein Land in diesem Zug gespielt hast. Richtig. Mhm. Möchtest du abheben? Nein. Gut, dann. Bin ich? Hm. Hm. Ein rotes Axt auf mein 1-1er. Du überlegst, ob du es tust, ne? Du musst eine Karte dafür abwerfen, das ist gemein. Tja, das tut mir sehr leid. Ich mach trotzdem die Axt da drauf. Ah. So, wieso? Wieso? Dann greif dich an. Für 7. Ja, 9. Tja, da bin ich ja mal froh, dass ich mit dieser Kreatur noch eine Runde gewartet habe. Ich spiele mal einen stolzen Tag. 5-3, wenn ein Spiel kommt, kriege ich 5 Leben. Ah, ich habe die Superkarte auf der Hand. Und wenn er das Spiel verlässt, kriege ich einen 3-3 Bestien-Kreaturspielstein. Ich habe die Superkarte auf der Hand. Ich weiß nicht, was die Superkarte ist. Das Super-Artefakt. Toll. Das Super-Artefakt. Super-Artefakt. Nein. Dass ich einfach fertig machen werde. Das ist auch ziemlich strong. Aber ich spiele, glaube ich, erst aus. Das ist super Artefakt. Dann tu das. Auf wen denn? Entweder auf ihn. Der ist jetzt gerade 5-2. Müsste Locke blocken. Nur auf ihn. Hm. Das kann ich dir nicht sagen. Nasans Hammer. Wenn er oder eine andere Ausrüstung unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, kannst du ihn bzw. sie an eine Kreatur deiner Wahl anlegen, die du kontrollierst. Die ausgerüstete Kreatur hat plus 2 plus 0 und hat Unzerstörbarkeit ausrüsten 4. Mhm. Ja. Aber an wen?
Unzerstörbarkeit, ne? Ist schon krass. Ja, strong. Greif einfach trotzdem mal mit Beinen an, ne? Ja, blocke ich hier deinen Mauteintreiber natürlich, ne? Ja. Dann bekomme ich ja, 4 Schaden und bekomme ein Bestientoken. Kannst du mir den geben? Den hast du noch da hinten gelegt. Danke. Aber ich habe jetzt ein 4-2 und das ist strauber, ne? Mhm, dann bin ich. Und ich kann alle Art Ausrüstung einfach anlegen, wenn sie ins Spiel kommen. Mhm. Also nicht jetzt, ich kann das jetzt nicht so anlegen, ich muss sie ins Spiel bringen. Oh! Danke für das Abo. Prisco 1804, danke für den Twitch Prime Abo. 1, 2, 3, 4, 5, danke. 6, 8, Unzerstörbarkeit, ey. Schon krass. Ich spiele mal ein Vorsteher der Gießerei. 2, 3 andere Artefakt-Kreaturen, die ich kontrolliere, erhalten plus 1, plus 1. Der bringt ja so viel gerade. Für 2. Ich das Basilisken-Halsband an die Bestie. Ist mir egal. Und greife dich für 3 an. Ups, 3. Bin ich? Ja. Glimmerlehrer. Mhm. Ja, muss ich aufhören, wenn ich kein Artefakt kontrolliere, aber ich hatte kontrolliere ja 2, also alles gut. Weise der Renaturierung, ich zerstöre hier deinen Artefakt. Für 2 die Nachtstahl-Axt auf den Gilmarier, zack, und dann kommt er für 6 mit unserer Stabauer. Durch mit dem Vorsteher. Ja. Bin ich? Ja. Ey. Bitte, das danke. Ist nicht gut. Für 1 Expeditionskarte kann ich für 2 opfern und eine Länderkarte. 1, 2, 3, 4, 5 hast du gerade, ne? Ich. Elvis, kostet wie viel? 7? Ich suche mir mein Land raus. Jenna. Kostet 8. Ja. 8? Hm? 8? Ich dachte 7. War es nicht 4? Und dann noch 3, weißt du? Möchtest du abheben? Auf jeden Fall, das Land spricht auch direkt aus. Und dann. Erzählst du mir hier gerade die Wahrheit? Ja, und dann für 3 spiele ich noch. So hart das zu tun. Also warte, du musst immer jetzt die Ausrüstungskosten bezahlen, wenn du umrüsten willst. Ja. Nee. Das lasse ich. Du bist dran. Macht einfach Laune, auch deutschsprachige Magic-Inhalte zu sehen. Ja, danke. Wir sind einfach perfekt. Du möchtest in deine Kampfphase. Ich gehen. Möchte. Dann für 3 spiele ich Wechselbalg. Wandelbericht sagt halt, die Karte hat alle Kreaturentypen und sagt eben, schicke eine Kreatur deiner Wahl ins Exil. Ihr Beherrscher erzeugt einen 1-1 farblosen Gestaltwandel. Wandler, Kreatur spielt Stein mit Wandelbericht. Und dann schicke ich dir den ins Exil. Das geht. Unzerstörbare Kreaturen kann man ins Exil schicken. Ja, ich weiß, aber ich überlege gerade was. Und dann kriegst du einen 1-1 Wandelbericht. Ja, den kannst du mir schon mal geben. Aber eine Gestaltwander. Ja. Hatte ich schon lange gespielt, diese Runde? Hm? Land habe ich noch nicht gespielt, ne? Weiß ich nicht. Oder? Nee, ja. ich hab letzte Runde doch die gespielt. Ja, genau, Jenna. Den habe ich doch letzte Runde gespielt und die ausgerüstet, ne? Also habe ich noch keinen Land gespielt, okay. Spiel noch ein Land. Aber nicht? Nö. Du warst außerdem schon in deiner Kampfphase, das heißt, du kannst mich jetzt nicht mehr angreifen. Bin ich? Stimmt, dafür hätte ich jetzt erst angreifen müssen, ne? Mhm. Also das ist jetzt sozusagen die Second Main. Ja, dann bist du dran. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich spiele. Die Tracker sind auch, ja. Evison, Engel der Hoffnung.
8-8, fliegend, Wachsamkeit, Unzerstellbarkeit. Andere bleibende Karten, die ich kontrolliere, haben Unzerstellbarkeit. Hallo? Ja, dass wir Englisch lesen, kannst du aber trotzdem noch üben. Ja, ich weiß. Also ich habe ein bisschen ausgespielt. Oh, die Mist. Ich mache außerdem die Flüsterin auch 2 grüne Mana. Okay, dann bist du dran. Jetzt haben wir hier hat so ein was? Battle oh, der hat Unzerstörbarin. Nee, das ist ja doch nicht witzig. Ich finde das schon ziemlich witzig, muss ich sagen, ne? Mag es ja nicht, hier irgendetwas anzutun. Das ist mein Baby. Nee, lass kann ich auch nicht. Kann ich nicht, kann ich nicht. Lass mein Baby in Ruhe. Fliegen, was im Plan uns zerstört haben. Andere bleiben mit Karten, die du kontrollierst, haben unsere Störbarkeit. Ja. Okay. Rüste ich den Hammer auf den Gestaltenpfand um. Mhm. Und wieso? Vielleicht die schimmernde Hitzespiele. Und ein Spielstein von Evesnerzeiger. Mit Eile. Mhm. Du greifst einfach mal mit allen an. Ah, haben wir ja sowieso alle jetzt Unzerstörbarkeit, ne? Ja, aber meine so auch. Das heißt, ich blocke. Stimmt! Ah. Dann krieg ich noch 3. Ja, aber wenigstens habe ich dir dann 3 Schaden gemacht. Das ist doch wenigstens etwas. Und dann geht deine Evesen wieder weg. Meine Evesen? Nein! Nein! Aber sie hat ja. Sie hat halt Wachsamkeit. Das hätte ich auch. Dann bin ich? Wäre egal gewesen, wenn ich es gemacht hätte. Bin ja, ich? So. Ja, aber, ja, sie hat aber jetzt den Engel schon 2-mal gespielt, ne? Also. Ich bin noch mal erfahrenen sie Erforscher. Gewinnt jede Runde nur, weil sie den Engel hat. Ja. Du würdest eigentlich verlieren. Das macht mein Deck halt. Ja, aber du würdest eigentlich verlieren. 1-1, aber wenn er stirbt, was er nicht tun wird, weil er jetzt Unzerstellbarkeit hat, kann sich jeder Spieler 2 Standardlandkarten aus seiner Bibliothek raussuchen, sie ins Spiel bringen. Nicht getappt, einfach nur ins Spiel bringen. Und dann mischen. Wann? Wenn er stirbt. Wenn er stirbt. Achso. Wenn er wird, aber nicht sterben. Tadam. Okay. Ah, hey. Und dann greife ich dich mal an. Ach, das ist doch nicht mehr witzig. Für 11. Ach, für 11? Ja. Ja, ne? Ja, ja, sind wir auch noch auf 6. Was soll man sonst machen, ne? Dann bist du dran. Ah. Ein Artefakt ist ich so cool. Ich liebe meine Evesen. Die ist schon ziemlich nice. Sie hat einfach oh, nee. Bring halt nichts, wenn ich angreife. Ja, ich bin ja sowieso nächste Runde tot. Ja, du bist dran. Komm, kann ich noch irgendwas raushauen? 1, 2, 3. Ja, lach noch lauter, Alter. Ich krieg, Entschuldigung. Ich kriege nochmal 7-0-1er Pflanze. Ich genieße das hier gerade so sehr. Blitzachs. Der hat Unzerstellbarkeit. Ah, verdammt. Meine Güte, Julian. Egal, wäre ja sowieso egal gewesen. Und dann greife ich dich für 8 an. Oh, ich hätte auch meine eigene Kreatur kaputt schießen können, ja. Ich habe kein Extreme Removal, glaube ich, in diesem Deck. Das muss ich mal nachgucken. Okay, dann nicht. Tja. Also die Hand kannst du dir erst kannst so du dir direkt man abschminken. Das hier. Extreme Removal. Exil. Ne, tja, da hättest du sie nie wegbekommen. Ja, aber das ist ja auch gemein, ne? Also. Hallo, sag dein unzerstellbares Artefakt. Ja. Es ist nicht uns. Also, warte, meinst du das unzerstörbare Artefakt oder das Artefakt, was unzerstörbar gibt? Ja. Was? Hä? Ich habe 2 verschiedene. So, willst du noch eine Runde spielen? Nee, dann würde ich jetzt die Abmoderation okay machen, ne? Dann würde ich mal sagen. Ja, dann kommt jetzt die Abmoderation. Warte, stopp, ganz kurz. Die 2 dann nochmal eben legen. Ja, okay. Ist ja wichtig. Dann, wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, das Video zu liken und zu kommentieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss.